Hallo, ich bin hier bei mir zu Hause und werde jetzt etwas Sport machen. Dabei werde ich eine Maske tragen. Denn es ist ja Corona. Nun, da ich allein zu Hause bin, ist es nicht wirklich sinnvoll. Also ich kann ja niemanden anstecken. Aber gerade in sozialen Medien habe ich gelesen, dass viele Leute verunsichert sind, die haben Angst, sie denken, sie würden noch schicken, sie bekommen Hirnschäden, sie würden Kohlenstoffdioxid in die Maske atmen und auch schicken, die Gesichtserkennung der Wochenzauber so ziemlich erkennen. Ja, es klingt schrecklich. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das so ist. Ich habe das Gefühl, man kann ganz gut damit atmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber ich habe ja auch eine Gasmaske an oder ich kann atmen. Vielleicht muss ich ein bisschen weniger reden dabei, aber das ist noch kein Zimmerproblem. Naja, mal schauen. Ich wärme mich ein bisschen auf. Ich mache jetzt etwa, keine Ahnung, oh, sowas. So 20 Minuten ein Training. Wenn ich das abgeschlossen habe, schauen wir mal, nicht spezielles, nicht so viele Gewichte. Das ist jetzt ja noch Warm-up. Und ich filme mich dabei, ich habe auch einen Pulsmesser. Und wäre ich jetzt tatsächlich draußen, würde ich damit mich und vor allem andere schützen. Atmen und nutzen. Würde ich ja wegen der Krankheitserreger in die Luft befördern. Zum Beispiel auch SARS-Coronavirus 2. Ein anderes Problem ist jetzt, dass die Brille geschlagen hat. Man hat ja normalerweise ein bisschen Metall. Das hält dann auf der Nase und das funktioniert. Also auch für mich als Brillenträger funktioniert das. Ich kann auch wobei ich ja hier nur ein bisschen Krafttraining mache. Das ist nicht Ausdauersport. Vielleicht wäre es da wirklich ein bisschen schwierig. Und vielleicht kann ich einfach mal ein bisschen laufen gehen. Irgendwas anderes machen. Aber jetzt soll ich mal das Kraftsport an. Und ich fühle mich einfach. Ihr müsst jetzt nicht das ganze Video schauen. Aber ich möchte eigentlich alles hochladen, ohne irgendwas zu schneiden. Deswegen habe ich auch irgendwie getrunken, damit ich nicht ständig jetzt was trinken muss. Ja, wir werden es sehen. Und das ist eigentlich der Grund, wieso ich das Video mache. Weil, wenn die Leute sagen, können wir nicht atmen mit der Maske. Aber wenn man ja schon Atemprobleme hat, dann sollte man doch erst recht zu Hause bleiben. Oder mindestens eine Maske anhaben.
Mach noch. Und ja, daran, ich hoffe, sie nicht zu hört. So, ich glaube, ich mache genug. Was ist jetzt noch? Will ich keine Ahnung. Und so, ich fange gleich mal an mit Sport. Und ich muss ja nicht so aufpacken. Bevor ich anfange, Covid-19 ist eine Krankheit, die schlimme Lungenprobleme hervorrufen kann. Das ist ein Symptom. Und wenn man ja jetzt schon Probleme mit der Atmung hat, vielleicht auch nur, wenn man eine Maske hat, dann muss man sich ja mal vorstellen, wie das dann wäre, wenn man auch noch eine Lungenkrankheit hätte. Das ist doch dann das Brechlein-Problem. Und wenn man ja zu Hause bleibt, muss man keine Maske anziehen. Also die Maskenpflicht, die kommt bei uns in der Schweiz erst am Montag. Keine Ahnung, wie sowas lang, aber sie kommt. Das bin ich weiß in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, ich nehme auch noch mehr und andere Orten. Und sollte kein Problem sein. Man muss vielleicht aufpassen, wenn man jetzt im Zug sitzt, wo man normalerweise vielleicht ein bisschen Handgemenge machen würde oder ein paar Burpees. Es ist halt Corona-Zeit, da muss man vielleicht darauf verzichten und stattdessen einfach hinsitzen. Kann man ja machen im Zug. Das ist eine Umstellung vielleicht. Aber da kann man auch im Zug mit der Maske wunderbar haben. Eigentlich gar kein Problem. Ja, das habe ich ja auch schon ausprobiert. Und jetzt machen wir Sport. Das ist auch meine Atmung gefragt. Mal schauen. Na, wenn nicht. Muss auch mal zuschauen, wie cool es ist. Ich kann auch Bundesmeister am Schluss am Ende des Videos reinkopieren. Ja gut. Es gibt vielleicht manche, die sagen jetzt, das ist alles CGI, das sind gar keine Gewichte. Die Maske, das kann man heute mit Filter machen. Naja, ihr müsst es einfach glauben. Und das selbst ausprobieren, das ist viel besser. Ich habe mir doch nichts. Das ist es selbst. Nehmt eine Maske, zieht sie an und atmet. Testet das aus. Und wenn das gar nicht geht, dann bleibt bitte zu Hause. Ganz einfach. So, einmal so ein bisschen tiefer. Meines Gottes. Jetzt wird das nichts. Normalerweise würde ich jetzt auch Musik hören. Kann ich einfach nur noch so. Dann muss ich absprechen. Wenn man Sport macht, kann es natürlich auch sein, dass die Maske rutscht. Das ist nicht so gut. Und das ist halt so, wenn man keinen Sport macht, dann ist das eigentlich kein Problem. Dann geht man sich nicht so stark. Das geht gut. Ich sag mal,
Dann zahlt sie dir nicht einfach, ist nicht leicht. Aber ich will nicht, dass es dann heißt, was dieses Regal hier die Wappen sich hier lesen. Über Nase und Mund, so muss es das sein. Wie gesagt, man kann niemanden anstecken. Und ich merke eben jetzt, dass eigentlich das Sprechen das Problem ist. Weshalb ich nicht so richtig zum Atmen komme. Ja, komm, ich mach mal was anderes. Ich bin jetzt langsam langweilig hier. Ich muss Squats machen. Und es ist Zeit für die Muskeln. So. So. Das heißt ja immer, man soll Soja essen für eine größere Brust am Mond und dann habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Deshalb mache ich jetzt das. Ich glaube, das wird immer.
Pause. Und dann. Noch 18 Sekunden. Also ganz kurz mal schauen. Ja, 87. Könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben, was ich alles falsch mache. Zu den Gewichten. Falsche Körperhaltung. Schreibt es an.
Kleiner Impuls. Ja, dann macht sich quer. Ach, das haben wir vor. Wie gesagt, ich mache hier kein Eigentor, mein ganzes Eigentor-Training oder sonstiges Ausdauertraining. Das heißt, Puls und Atmung sind noch nicht so extrem. Das ist jetzt wieder Kraftsport. Das Dehnen werde ich nicht mehr filmen, aber ich glaube schließlich. Aber noch ein bisschen Core kann ich machen. Was ich gerade mal einstellen wollte. Mache ich am Boden. So.
Ja, Schulz. Ja, das ist dann auch schon das Letzte. Ich muss mal was trinken. Das ganze Gehen, das macht dann mehr. Ja. Ja, was will ich noch sagen? Also ich komme morgen, selbstverständlich muss ich etwas stärker atmen, etwas intensiver, zumindest auch ohne Maske. Bevor, naja, so, ja, das reicht. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Ich war mir selbst nicht ganz sicher, ob mich das in der Atmung wirklich einschränkt. Vielleicht ein klein wenig, aber eigentlich kaum merkbar. Puls ist jetzt. Moment. Ah, 107 sogar. Okay. Könnt ihr das sehen? Wie gesagt, die Statistik hier reinkopieren. Vielleicht noch ein paar Links in der Videobeschreibung zu den aktuellen Studien, den Modellen, die eben sagen, dass es wahrscheinlich einiges hilft, wenn man Masken trägt, gerade bei einer Pandemie. Sonst ja auch, es gibt ja auch immer viele Infektionen mit anderen Krankheiten. Ja, also wenn ich rausgehe, dann habe ich eine Maske an. Und sonst bleibe ich einfach zu Hause. Mache ja Sport. Zum Beispiel Gewichtssport, Gewichtsheben wie heute. Oder ein bisschen mehr Ausdauer. Oder ich gehe raus und laufe. Das geht auch sehr gut, da bin ich auch nicht bei Menschen oder nicht im nahen Kontakt zu anderen Menschen. Und ich laufe einfach. Ja, da mache ich vielleicht auch noch ein Video dazu. Okay, also, schön, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.